Ich glaube, dass das hier am Ende der Ort ist, wo wir eben gegen Chupacabra antreten müssen. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort einfach falsch sagen werde. So, jetzt sind wir an einem Steg. Ah, wir sind oben rechts. Nordöstlich. Alles klar. Genau das Gegenteil von dem, wo ich hin wollte, im Endeffekt. Aber immerhin. Wir haben unseren Weg gefunden. Und irgendwo da hinten dürften vielleicht noch, in Anführungszeichen, Überlebende sein. Ich will nochmal zum nächsten Licht. Kann ja nur gut sein. Ich habe es gerade wegstapfen gehört. Get back to the trailer. Okay. Geht der Weg da wirklich weiter? Ich glaube ja, oder? Da ist das. Das ist straight da lang. Wenn ich das nicht, wenn ich mich nicht irre. Dann machen wir das doch einfach mal. Ignorieren da hinten das erstmal, oder? Ja, die werden eh tot sein. Von daher. Kein großer Verlust von den beiden. Oder von ihm. Ey, querfällt ein auch so eine Story ist, gell? Ich gehe aktuell davon aus, dass diese schwarzen Aliens keine Gefahr, also diese schwarzen Geister keine Gefahr mehr sind. Dafür sind es halt die Aliens, die wir wirklich erschießen können. Um bei Erfolg sogar noch HP zu kriegen. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, wir kamen von rechts. Ist das gar nicht so schlecht, mal einen neuen Weg zu finden. Eine Brücke. Eine Bärenfalle. Gut, dass ich die gesehen habe. Voll reingerannt. Ich will es nicht beschreiben, aber wir bräuchten so ein Alien. Einfach mal so ein Alien kriegen, erschießen und dann wieder auf 100 HP kommen. Wäre jetzt ganz nett, aber im besten Fall nicht hier mitten in den Wäldern, sondern halt wirklich auf dem freien Feld eine lange gerade Strecke. Oh. Ein Zaun. Ein zäuntes Gebiet ist immer gut. Private Property. Keep out. Gehen wir doch erstmal da oben ein bisschen schauen. Vielleicht sehen wir ja was Tolles. Wir brauchen einen Schlüssel. Ist klar. Oh. Ich würde sagen, die Axt ist ja quasi sowas wie ein Schlüssel, oder? The strong lock, it can't open without the key. So viel dazu. Das vielleicht beim Kacken verloren? Nein. Also im ersten Kapitel war es ja dann im Ding versteckt hier. Wie heißt's? In einem Briefkasten.
Er scheint keinen Briefkasten zu haben. Mich interessiert trotzdem, was da oben ist. Der Sound mit der Axt ist halt ein bisschen seltsam, finde ich. Oh, hat er doch einen Briefkasten? Nein. Das ist nur ein Stein. Okay, hier haben wir so eine Art Brücke. Würde schon gern da rein. Aber wo kriege ich einen Schlüssel her? Wo würde ich hier einen Schlüssel verstecken, ist die große Frage. Oh, ein Medikit. Das ist auch nett. Dankeschön. Oh, Munition, die habe ich übersehen. Ja, ist doch ganz hilfreich, diese Axt. Ich glaube, mit dem Messer hätte ich das nicht geschafft. Das da vorne könnten noch irgendwo Kisten sein, denen dann ein Schlüssel versteckt ist. Hier vielleicht? Nein. Wenn ich kaputt machen. So auch nicht. Brauchen wir auch noch. Wollen es ja nicht übertreiben mit dem Randalieren. Alles klar. Guten Tag. It needs gas to start. Warum Benzin? Um den Ding starten zu lassen. So, wo kriegen wir jetzt Benzin wieder her? Ich glaube, Benzin wird da oben sein. Dafür fehlt uns wieder der Schlüssel. Nix. Okay, ziehen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir merken uns jetzt einfach mal, dass irgendwo da so dieses Gebiet ist, in dem wir eben durchaus noch was machen können, wenn wir den Benzin finden. Wahrscheinlich wird es im Endeffekt auch hierher gehen müssen. Oh, Glühwürmchen. Hallo. Ich sag grad, ihr verfolgt mich jetzt. Dass ihr auch böse Glühwürmchen seid. Was höre ich da? Die Windmühle. Oder das Windrad. Ich habe dich gehört, Alien. Ich weiß nur nicht, von wo du kommst. Das ist gerade ein bisschen meine Sorge. Du kommst gar nicht. Ich hab doch geschossen. Es kommt natürlich genau dann, wenn ich mich umdrehe. Es war so klar, wie ärgerlich. So unnötig. Darf doch nicht wahr sein. Es kommt genau in der Sekunde. Ich hätte dann auf die Axt wechseln sollen. Das war wieder so offensichtlich. Okay. Ja, wieder da hoch Richtung Windrad. Dann irgendwann wird er hier kommen.
Ja, ich höre dich. Jetzt warte ich, bis ich dich sehe. Das ist aber krass. Komm her, ich brauch dich. Und der gibt mir nur so wenig HP. Wie unfair ist das denn? Dara und Elias. Oder Elias. Der haut mir mit einem Treffer hat einfach mal bis auf 20 paar zerquetschte HP herunter. Oh nein. Die schwarzen gibt's auch noch. Bitte nicht. Habe ich gesehen, dass da noch eine Bärenfalle ist. Ein Hit von dem Schwarzen, ich bin halt tot. Deswegen renne ich jetzt einfach weg. Ich will gar nicht versuchen, ihn zu erschießen. Wird eh nicht funktionieren. Das ist der Punkt. Okay, an dem waren wir. Und wir sind jetzt im Prinzip einmal hier hoch und wieder runter. Nicht gerade hilfreich gewesen, diese Reise. Wir sind da links hoch und jetzt gehen wir hier wieder runter. Wir gehen hier nach links. Weil wir da runter, also da lang müssen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass mir diese Leichen der Aliens ein bisschen mehr HP geben. Als diese 25, glaube ich, waren es im Endeffekt. Irgendwie sowas in dem Dreh rum. Das weiß ich wirklich viel. Es ist halt Schwachsinn, wie ich lang laufe. Ich muss halt nach da. Gehen wir trotzdem mal hier lang und dann da um den See rum. Oder das Gewässer. Das ist eher. Da leuchtet was. Kann ja nur gut sein. Oh, das ist unser Trailer. Cool. Den nehmen wir erstmal mit. Immerhin. Ah, so vergeht die Zeit, alles klar. 3 Uhr am Morgen. Check the spots with bodies of killed animals to find the beast. So, einmal HP generieren. Jetzt müssen wir alle Spots, an denen wir eins der Viecher gekillt haben, wieder untersuchen. Nummer 1 war hier geradeaus und dann da runter schauen. Da wird er sowieso nicht sein. Da wird halt 100% beim letzten Tier sein, was wir getötet haben. Das war der Bär. Klappe. Ich sehe hier nicht. Hier müsste irgendwo das Schwein liegen. Was war denn danach? Das war der Hund. Okay,
Mir war das, dass ihr nicht fliegen könnt. Also müsst ihr hier über die Brücke gehen, wenn ihr mich haben wollt. Wenn ich das gewusst hätte, ich mir das Medikit gespart. Aber diesmal war es schlau. Da konnte selbst ich nicht wirklich verfehlen. Ach. Und noch eins, deswegen mache ich das gleiche nochmal. Ja, du kommst nochmal, ich weiß. Okay, wir sind da los und sind dann da runter. Da unten ist die Brücke, an der wir gerade sind. Das heißt, wir gehen jetzt um diesen Stein rum, dann rechts und dann geht es querfeldein in die Richtung in etwa zu dem Haus. Und von da aus geht es dann nach da weiter Richtung Leuchtturm. Dahinter ist dann irgendwo auch der Bär. Und beim Bär wird im Endeffekt auch das Biest sein. Weil da ist das Wasser und da unten ist der Speicherpunkt. Also ich könnte ich jetzt nicht eigentlich den Hund überspringen und direkt darunter rennen zu dem anderen Punkt, wo ich im Endeffekt hin muss mit hoher Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich nicht, deswegen machen wir es jetzt einfach mal so, wie das Spiel es von uns verlangt. Aber das würde mich halt interessieren. Vor allem heißt es Check the Spots. Checken heißt ja auch nicht unbedingt dran vorbeigehen. So, wir sind Richtung Wasserfall gegangen. Und da aus ging es dann nach rechts weiter. Deswegen schauen wir mal. Mit zu viel offenes Gelände. Aber inzwischen... Hallo. Dann haben wir das ja ein bisschen raus. Da ist der Wasserfall und wir müssen hier nach rechts, genau. Sordele. Oh, das war jetzt natürlich nicht so gut. Also Fallschaden gibt's auch. Gut zu wissen, das wusste ich nicht. Wir erstmal speichern, weil wir ja hier angekommen sind. Ich glaube, dass das jetzt keine längere Beinverletzung oder Fußverletzung ist, so wie bei Seven Days oder anderen Spielen. So. Da sind wir dann hier lang. Da drüben müssen wir dann eigentlich demnächst das Haus kommen. Genau. Da ist das Haus und damit irgendwo der tote Hund liegt. Interessant ist, der Hund ist immer noch da. Der No-Scope. Blind, ja. Weil ich habe gehört, dass da was gekommen ist. Da war ich schon irritiert. Interessant. Also den Ding hat er nicht gefressen. So. Und wie war das? Wir waren hier drin. Yadi yadi yada. Wo sind wir dann weitergegangen? Wir sind einmal um das Ding rumgelaufen. Ich glaube, wir sind nicht an dem Hund vorbei, oder? Wir da unten. Jetzt müssen wir da Richtung rotes Licht gehen. Wenn wir von da gekommen sind, müsste es eigentlich in der Richtung sein. Wahrscheinlich glaube ich gerade mitten ins Nichts rein, aber kalkulationstechnisch dürfte das hinhauen. Da ist das rote Licht, ja. Kommt also einigermaßen hin. Dass wir da an das Wasser kommen und von da aus... Genau, hier haben wir großes Wasser. Gekommen. Weiß nicht, ob er den Sprung hier runter überleben würde.
Das weiß ich halt leider nicht, deswegen gehen wir mal hier nach rechts. Da drüben sieht das Wasser relativ flach aus. Entschuldigt gerade oben rechts bitte das Ding. Notification, dass ein Streamer beginnt. Ich habe halt wirklich nicht diesen Orientierungssinn hier in Spielen. In Spielen allgemein nicht. Ich glaube, eine Brücke ist gut. Sind wir hier zurückgegangen, um darüber zu gehen? Keine Ahnung. Wir machen es jetzt einfach. Schwimmen hier rüben ans Ufer und laufen am Darkwerfeld ein. Mehr als komplett falsch können wir eh nicht sein. Und ich sage voraus, dass wenn wir da unten an dem See ankommen, an dem Steg, werden wir das Viech wahrscheinlich gerade so ins Wasser springen sehen. Und dann werden wir da hinterher müssen. Deswegen ist da der Speicherpunkt und so weiter und so fort. Na komm. Ja. Das ist zumindest das, was ich erwarte. Duell. Frage auch, wo ist dieser Fluss? Sind wir echt so komplett falsch gegangen? In der Nähe von dem Ding ist halt im Prinzip kein Wasser. Aber da ist ein Speicherpunkt.